Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Outer Worlds. Ja, wir sind immer noch auf diesem abgestürzten Schiff der UDL. Und... Oh. Das sieht hier alles sehr schön aus. Ein bisschen tricky hier. Das sieht aber, ich muss jetzt mal wirklich loswerden, das sieht echt cool aus. Also es ist cool gemacht, mir wird schon richtig schlecht. Feuerleitmodul der Kanter Kyros Kennet aufheben. So, und egal, wem wir das Modul geben, die andere Partei wird uns vermutlich minimal hassen. Was mir scheißegal ist, weil wir, glaube ich, bei allen relativ gut stehen. Sanja war, Ikonenklasten war angesehen, ja, passt. Alles sehr gut. Monarch Stellar Industries angesehen, sehr gut. Wir stehen bei beiden richtig gut, also... Ich glaube nicht, dass es da so krass Probleme geben würde. Ja komm, hauen wir sie mal weg. So. Vika, mach dein Ding. Ich feiere ihn. So. Na, wo ist er hin? Hallo? Okay. Ach, der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. So, der ist tot. Mega Raptidon. Eine Baseballkarte dabei gewesen. Die gucken wir uns zuerst gleich erstmal an. So, was haben wir überhaupt bekommen? 29. Oh, Elite-Soldaten. Ei. Dagegen ist das scheiße. Nehmen wir? Nehmen wir auf jeden Fall. 36. Also 29, wir haben 38. Weg damit. Weg damit. 29. Weg. So. Was haben wir hier gefunden? Plasmagewehr 2.0. Plasmakarabiner. Haben wir nicht schon ein Plasmagewehr irgendwo hier rumfliegen? Nein, dann behalten wir das erstmal. Ich werde hier noch auf jeden Fall auch nochmal aufsortieren, aber... Ultimatum? Ja, das ist keine Special-Waffe. Ich glaube, wir benutzen eh keine Pistols. Also weg. Weg, weg, weg. So. Ich will mal ein bisschen Gewicht reduzieren. Obwohl, wir können 100 tragen, ne? Wurfballkarte BR Guffrey. Ich glaube, das haben wir schon. Ich glaube, den haben wir schon. Trotzdem gucken wir lieber nach. Ich meine, ich sammle die auch allgemein so ein bisschen. Ist das wieder ein... Ah, ne, ist das ein Koloss. Oh! Vielleicht etwas viel in Aufruhr gesetzt. Ja, moin. Jawohl. Wo ist der Kleine? So. So. Wo sind sie? Alter. Überall umherum ist hier alles am Durchdrehen. Effekte, Phobie, Geschicklichkeit 1-1. Ja, nein, will ich nicht. Ich werde noch keine davon in diesem Durchgang annehmen, weil ich finde das unsinnig. Ich weiß nicht, bis zu welchem Level man leveln kann. Eventuell ist ja bei Level 30 Schluss und dann, okay, stehen wir da erstmal, aber ich finde es bis jetzt, finde ich es einfach unsinnig, irgendwas davon anzunehmen. So. Gegner nicht schnell reisen, okay, ich will hier eh noch ein bisschen rumgucken.
Eine Manti-Königin. Okay, jetzt gehen wir noch vom Raptidon-Gebiet ins Manti-Gebiet rein. Ah, ist das schön. Und das Haus, da machen wir auf jeden Fall noch nicht. Da will ich auch nochmal hin. Oh, guck mal hier. Stoßpistole 2.0. Das war ordentlich Munition. 402 Schaden. Okay, die ist absolut krass. Die ist absolut 74 mal 3. Was? Krass. Ja, aber wir benutzen trotzdem keine Pistolen. Also ist die auf jeden Fall gut als Ersatzteillager. Wütendes Raptidon. Matriarch. Er wurde anscheinend schon zerlegt. Und was hat uns da oben entdeckt? Ja, ich würde sagen, kein Problem. Die beiden hier. Kein Problem. Das ist eine Manti-Königin. Ja, wir sollten die alle besiegen. Oi. So. Wir sollten mal ein bisschen zurück. Okay. Eieiei. Na, auf den Schwarm doch nicht. Renn lieber einmal. Wir rennen mal zum Schiff. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, die verpissen sich. So. Da sieht man wieder falsch angegangen. Leute nicht koordiniert, nix. Doof. Da ist wieder ein Mega-Raptidon. Ich glaube, den werden wir als nächstes besiegen. Ja, das war nix. Das war doof. Das war doof. So, da ist Nyoka, hier ist Vika Max. Können wir die heilen? Ich traue mich jetzt nicht, da drauf zu drücken und dann verschwenden wir den wieder an uns. Weil wir sind voll. So. Nee. Oh, nicht schon wieder! Ey, die sind gar nicht mal so doof, ne? Ich bin doof, die nicht. Okay. So, den werden wir erstmal jetzt schnetzeln, so gut es geht. Und Vika Max, walte deines Amtes. So, Mega Raptidon besiegt. Wir bereiten gerade so richtig so ein Manti-Paradies vor, ne? Weil... Wir hauen die ganze Zeit diese Mega-Raptidons weg. Und, das kommt den Mantis eigentlich richtig zugute. B. Henry, ich glaube, den haben wir auch schon. Ich weiß auch nicht, wie viele verschiedene es gibt, wenn ich ehrlich bin. So, ich versuche mal an den Mantis so ein bisschen vorbeizukommen, weil die sind schon eine Nummer härter als die, Okay.
Ihr bleibt jetzt hier stehen. So. Erstmal auf die Manti-Königin. Oh, ich muss nachladen. Oh, die ist tot. Ich wollte gerade sagen, der Schwarm, der wird jetzt nicht das Problem sein. So, die haben wir besiegt. Diesmal auch intelligent. Also, so halb zumindest. Ich will da rein. Also irgendwas muss da... Irgendwas richtig Gutes muss da drin sein. Wenn da eine fucking Megamanti-Königin dran steht. Und ich speichere mal hier. Also falls wir sterben, dass wir dann hier wieder starten und nicht irgendwo am Arsch der Welt. Ich mache erstmal die Megamanti-Königin platt. Ich versuche es zumindest mal. So, wir müssen uns einen guten Platz suchen. Einfach so auf gut Glück ist schlecht. So, kommen wir da nicht hoch? Gibt's da keine Möglichkeit? Na, anscheinend nicht. Nee. Na gut. Oh, da sind noch mehr. Zurückziehen. So. Dann wollen wir die mal schwächen. Nein! Okay, wenigstens sind die Larven jetzt weg. So. Oh! So, Kollege. Wir schaffen es auch zu zweit, wenn wir wollen. Okay, er scheint tot zu sein. Nein, sie ist wieder voll. Oh, Kacke. Okay, wir werden uns wieder darauf vorbereiten, die nochmal zu bekämpfen. Diesmal haben wir ihre Gefolgschaft hoffentlich soweit weg gemacht. So, ich möchte mal hier einen Platz suchen, den wir benutzen können, um... Ja, was heißt geschützt? So, zumindest einen taktischen Vorteil zu haben. Der nicht. Shit. So, Kollege. So. Komm, Nioka, hau mal drauf. Bisschen draufhauen. Kann nicht schaden. Komm, Max. So. Na komm. Eieiei. Ha. Ja, man muss, ne? So, ich muss zum Beispiel sagen, auf schwer wird das wahrscheinlich wesentlich schwerer sein.
wesentlich. Also da hättest du wahrscheinlich dann auch ordentlich was dran zu tun. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich das so mache. So. Oh, noch ein Verkaufsautomat. Aber was verkauft der? Rüstung 4. Ja. Kühlmitteltank, Energiezelle. Also zumindest haben wir hier viele Module. Ey. Und die, oh, die 500 noch was, die gönnen wir uns. Davon können wir uns auch nochmal 5 neue Dietriche holen. Profi-Wurfballblocker. Gucken wir mal hier, was das hier alles ist. Also, die Funde hier, die sind schon echt in Ordnung. Revolver MK2. Ja. Ist nichts von special-mäßigen Sachen und das sind also Waffen, die spiele ich nicht. Deswegen. 18 Ausrüstung, okay, das ist nicht so gut. Aber, naja. 100. Ungeziefer, Plasmawerfer. Aromatisches Oxycomp. Das ist aber auch jetzt nichts von absoluten Special-Eigenschaften drin. Ich meine, gute Waffen und so, aber... Weiß nicht. Und wir haben eine Spieluhr gefunden. Und hier kann man nicht rein, hier kann man nur hinter. Das ist so ein bisschen schade. Hier hätte ich... Ich meine, hier ist eine Manti... eine fucking... Mega-Manti-Queen vorgewesen, ne? Manti-Königin. Und ich meine, ich hätte schon erwartet, dass, dass wenn wir die jetzt besiegen auf einem hohen Schwierigkeitsgrad, dass da... absolut geiles Stuff rumliegt, so. Ja, der ist schon tot. Scheiße. Okay. Gut, der Schwarm. Der hier so komisch in der Luft hängt. Schön. Energiezellen, ja, nehmen wir alles mal ein bisschen mit. MSI-Soldaten sind auf jeden Fall hier. Was gibt's denn hier noch? Ich meine, dann haben wir jetzt auch hier so gut wie alles bald erkundet. Okay, wird sogar angezeigt zum Looten. Ich glaube, wird hier angezeigt Verkaufsautomat? Ah ne, das sind Verkaufsautomaten und Händler. Gut. Da sind wir gleich schon wieder bei... Da ist noch eine Mega-Manti-Queen. Will ich da hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und werden uns anderen Gefilden zuwenden. Schrottroboter-Einheit, ja. Hier haben wir jetzt so den Großteil, glaube ich, gesehen. Okay, wir könnten noch darunter. Da war ich, glaube ich, noch nicht. So. Na komm. So. Mach ihn fertig, Max. Hat er ihn fertig gemacht? Ich sehe nichts. Auf was schießt ihr? Auf was schießt ihr? Ach, hier war noch ein Plünderer-Anführer. Ich denke mir schon die ganze Zeit, worauf schießen. Ich dachte, das wäre Vika Max. Der sieht halt auch wirklich krass so aus.
Der hat auch diese Plünderausrüstung an. Ja gut. Passiert. So, da ist nochmal was. Ach, weißt du was? Na, na, bam. So. Der ist weg. So, der auch gleich. Ja. Ja, das sah absolut weird aus. Ich weiß nicht, wo Vika Max jetzt hin ist. Ob wir ihn jemals wiedersehen. Ich denke mal, spätestens wenn wir in den Aufzug steigen. Der ist tatsächlich unter der Erde. Wunderbar. Ach nee, da ist er. Oder auch nicht so ganz, wer da sein sollte, weil er zeigt keinen Namen an. Egal. Der wird schon gleich wiederkommen, hoffe ich. Plündererlager am Fluss entdeckt. Ja. So. Hier ist also nur ein Plündererlager. Jetzt nichts Besonderes anscheinend. Gehen wir einfach mal rein. Gehen wir doch einfach mal rein. Bleiben überall dran hängen. Okay. Registrierkasse ist leer. So. Jetzt gerade spinnt das Spiel etwas rum. Ich weiß nicht warum. Ob es am Vika Max liegt. Der immer noch nicht ganz da ist bei uns. Oder weiß der Geier. So. Aber ich denke mal, wenn wir das hier geknackt haben, dann haben wir auch den Großteil von diesem Lager durch. Und dann werde ich einfach zur Unreliable gehen. Abgesägte Schrotflinte. So. Fortschrittlicher Schutzhelm. Ich muss sagen, hier ist auch wieder ordentlich Stuff. Also, ne? Kann man so machen. Gut, dass wir hier waren. So, jetzt können wir wahrscheinlich wieder nicht schnell reisen, habe ich gerade überlegt, weil wir können das nicht in Gegenwart von, ne? Ja, du weißt Bescheid. So, ja. Das eine wollte ich gerade nicht mit aufheben. Was haben wir denn hier? Ja, brauchen wir nicht. Den Ring, den nehmen wir mit. Der gibt... bisschen Geld. Oh, Matthew Singh. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Eine neue Wurfballkarte noch dazu. Wunderbar. Absolut geil. Büchsensaltuna. Oh, da ist Borscht. Nehmen wir mit. So, jetzt versuchen wir uns mal dezent vorbeizuschleichen. Und wegzurennen. Irgendwohin, wo keine Viecher sind, dass wir Schnellreise machen können. Und ich glaube, bevor ich hier diese Auswahl treffe, werden wir ein bisschen uns anderen Aktivitäten zuwenden und mal Monarch verlassen. Warte, Schnellreisekampf, da wollte ich hin, Unreliable. Werden wir uns dann auch mal in den nächsten Folgen wieder anderen Planeten zuwenden und andere Aufgaben erledigen. Vielleicht mal wieder zum Erstplaneten, ach, wie hieß er jetzt nochmal? Ihr wisst, welchen ich meine. Und gucken, was da abgeht, nachdem wir den Strom ausgestellt haben. Und wie sie uns hassen. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Okay. Wurfballschläger. Bücher. Alter Säbel.
Ich immer noch nicht weiß, von wem das die Hütte ist. Oh, ein Raptidon namens Frieda. Nioka hat den Namen Frieda in den ansonsten perfekt präparierten Raptidon-Kopf geritzt. Wäre jetzt schön gewesen, hätte man das gesehen, aber ich sehe es gerade nicht. Na gut, kommt vielleicht noch. Ah, hier, guck mal. Gerahmtes Foto von Nyokas Crew. Ein ausgeblichenes Foto von Nyoka mit ihrer Jägertruppe. In die Rückseite ist in schlammigem Rot das Wort Charon geätzt. Schaltet vorteilfrei die Crew für Nyoka. Oh. Geil. Wollen wir mal die Munition hier nicht so offen liegen lassen, ne? Das ist meine Dartscheibe. Empfindliche Stellen geben Extrapunkte. Nyoka hat die Pterorochen auf Monarch im Alleingang um etwa 10% dezimiert. Im Verdauungstrakt eines gewöhnlichen Rapidons geborgene Objekte, unbeschädigte Dosen von Spacer's Choice, Saltuna, andere kleinere Rapidons, eine Flasche Purpleberry Wine, Bitmodule, die Überreste von Anticleos Darlings aus der letzten Saison. Geil. Okay, was ist das hier alles? Bretnudeln. Ja, ordentlich. Oh, was haben wir hier? Eingepackte Trip-Klinge. Schlag damit zu und du fühlst es deine Arme hoch und in den Schultern rein. Hat mich nie im Stich gelassen. Ja, sieht doch schön aus. Ja, schön. Hier haben wir den Vika. Hier ist, ich glaube... Ne, das ist Felix, genau. Das war Felix. Das war Parvati. Sam. Ich suche jetzt gerade mal den Vika, ob mit dem alles in Ordnung ist. Wir brauchen nicht kloppen, das ist unser Schiff. Wenn der kackt, ist das seine Schuld. Was? Warum? Warum? Warum haben wir Wollkühe an Bord? Was geht denn jetzt ab? So, reparieren wir mal alles. Eieiei, warum haben wir Wollkühe an Bord? Junge, was geht denn jetzt ab? So, das ist nicht special. Das ist nicht special. Flammenwerfer, Flammenwerferjoch. Flammenwerfer haben wir schon. So. So. 53. Wollen wir mal nehmen. Bin ich fett dafür, dass wir das mal nehmen. Das nicht. Das nicht. Das auch nicht. 16, das ist ja... Den behalten wir. Special. So. Mehr verstärkte Körperpanzer. Der kommt weg. Der kommt weg. Den behalten wir auf jeden Fall. Den packe ich jetzt mal schon direkt schön in die Truhe. Und guck mal, was wir sonst noch so in der Entwurfballkarten da gefunden haben, die vielleicht sogar neu sind. So, haben wir hier irgendwas Special Waffen? Nein, aber wir haben das gefunden. Wunderbar. So. Jetzt gucken wir mal hier. Matthew Singh, Thomas B. Henry und B.R. Guthrie. Thomas B. Henry, okay, haben wir schon. B.R. Guthrie haben wir schon. Aber den Singh, der ist neu. Ja, moin. Wunderbar. Habe ich jetzt aus Versehen wieder was genommen? Nee. Nee. Also den Guthrie haben wir zumindest schon mal. Und das, ich wollte hier noch was reintun. So. Wir haben auch schon ziemlich viele Mods. Gut, dann will ich aber an der Stelle auch mal beenden und sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann mal auf... Ich denke mal, wir gehen dann mal zu einem anderen Planeten. Ja, okay, danke schön. Wir werden dann mal sehen, was Dr. Sean zu sagen hat und auch auf einem anderen Planeten fliegen. Bis dahin, auf Wiedersehen.